Ich habe mich für den Bachelorstudiengang Kommunikationswissenschaften entschieden, da ich schon früher irgendwas mit Medien und Journalistik machen wollte. Und der Studiengang ist dafür eigentlich sehr geeignet, da er sehr angewandt ist. Ich habe mich schon früh Richtung die Niederlande orientiert, da ich Angst hatte, dass der Numerus Clausus in Deutschland mir Probleme bereiten würde, trotz meines eigentlich guten Abiturdurchschnitts. Am Ende habe ich mich aber nicht deswegen für die Niederlande entschieden, sondern pur, weil mir der Campus hier in Enschede sehr gut gefallen hat. Das Studium hat mir sehr gut gefallen. Es war eine sehr lockere Atmosphäre mit Studenten und Dozenten. Das ist, glaube ich, ganz anders als in Deutschland. Und was mir dann nebenbei noch sehr gut gefallen hat, ist, dass man nicht nur studiert, sondern dass einem neben dem Studium viele andere Möglichkeiten geboten werden, um sich weiterzuentwickeln, nicht nur auf seinem Fachgebiet, auch bei allgemeinen Fähigkeiten wie Organisieren, Teamfähigkeit, Präsentieren und solche Sachen. Im Moment bin ich Koordinator der Online-Redaktion der Uni Twente. Ich koordiniere alles, was mit der Uni Twente Webseite zu tun hat, koordiniere die Newsberichte, schreibe selber ab und zu Newsberichte, aber bekomme vor allem von unseren Wissenschaftsredakteuren viele Newsberichte und Fotos und Videos angeliefert, die ich dann auf die Seite setze. Und alle anderen Webseiten, die wir an der Uni haben, auch da habe ich bestimmte Aufgaben, um alles in die richtigen Bahnen zu leiten. Es ist sehr schwierig zu sagen, welche Elemente aus dem Studium man direkt in der Arbeit wiederfindet. Wenn ich ein Element wählen müsste, dann ist es, denke ich, das zielgruppenorientierte Denken. Dass ich die Webseite nicht so mache, wie ich es nützlich finde oder wie ich es logisch finde, sondern dass man sich wirklich reinversetzt in die Zielgruppe und darüber nachdenkt, wie die Zielgruppe sucht auf dieser Website und dass man darauf halt alles anpasst. Und ansonsten ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man überhaupt das akademische Niveau gelernt hat, auf akademischem Niveau denken kann und allgemeine Fähigkeiten entwickelt hat, die man halt im täglichen Berufsleben, sag ich mal, braucht. Meine Zukunft sehe ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf diesem Platz hier. Ich kann mir vorstellen, irgendwann nochmal Richtung Journalistik, mehr Richtung Zeitung mich zu orientieren. Dafür muss mein Holländisch vielleicht noch ein kleines bisschen perfekter werden. Aber vorläufig bin ich hier sehr gut aufgehoben, denn alles, was mit Internet und Medien zu tun hat, macht mir, denke ich, sehr viel Spaß. Für zukünftige Studenten ist es sehr wichtig, dass sie sich davon bewusst sind, dass der Sprachkurs im Sommer nicht genug ist, um das Studium bestehen zu können. Man muss sich davon bewusst sein, dass man eigentlich jeden Monat noch weiterlernen muss. Und dass man das nicht erreicht, wenn man sich in seinem Zimmer verkriecht und Bücher liest, sondern dass man wirklich sehr aktiv mit Holländern umgehen muss, dass man versucht, Mitglied zu werden, zum Beispiel in einem Sportverein oder in einer holländischen WG wohnt, sodass man halt wirklich viel Kontakt zu Holländern hat und die Sprache auf die Art und Weise gut lernen kann.